keine einzige Firma auf der ganzen Welt gibt, die es nicht schafft, erfolgreich zu werden, wenn es nicht der Content ist. Ja, das ist ganz klar. Und Bighorn hat es einfach geschafft. Am Anfang C-Fighter Orbit, klassische Core-Games, Flash, Multimassive, Real-Time-Action. Da ist man eine sehr gute Basis zu bauen. Mit Farmarama, Zumumba, jetzt auch Ponyrama gestern im Stealth-Mode gelauncht. Also, dass wir da natürlich den zweiten Schritt gemacht haben. Und das ist einfach permanente Innovation. Das funktioniert ganz gut. Das größte Potenzial per se sind immer natürlich die größten Märkte, also Nordeuropa, aber natürlich auch Osteuropa, Südeuropa, USA, Lateinamerika. Aber wenn man guckt, wo wir aktuell sind, und historisch sind wir natürlich in Deutschland gestartet, klassischen inneren europäischen Ländern und so. Jetzt sind wir, unseren CEO haben wir vor einem Jahr rübergeschickt in die USA, um da natürlich das Standbein zu stärken und aufzubauen. Und jetzt auch gerade Ende letzten Jahres haben wir unser erstes außereuropäisch-amerikanisches Office in Sao Paulo aufgemacht. Also das sagt, glaube ich, schon, wo wir die Zukunftsperspektive des Marktes sehen. Also ganz klar. Total. Also das kann man in einem Satz sagen. Der ist genauso wichtig wie der Core-Bereich. Und deswegen verfolgen wir eigentlich eine Dreifachstrategie. Also einmal unsere Bestands-User, sag ich mal, den klassischen jüngeren Male-Target-Audience, um das mal so zu formulieren. Das ist C-Fi Dark Orbit, der Bereich. Auch da wird es weitere Releases geben, ohne Frage. Aber was wir natürlich mit Farmarama geschafft haben, als eines der ganz, ganz wenigen Unternehmen, erfolgreich in diesen Casual-Markt on top, den zu unserem Portfolio zu addieren, das ist natürlich eine Riesensache. Viele gute Games. Ponyrama, Zumumba und Farmarama, das ist nur der Start. Rama City ist das nächste große, was kommen wird. Das wird der nächste Riesenseller werden. Und wir haben noch eine zweistellige Pipeline allein an Casual Games, die noch. Mal gucken, ob wir sie alle dieses Jahr schaffen, weil wir arbeiten mit Hochdruck dran, dass wir da sehr erfolgreich werden. Aber nichtsdestotrotz haben wir auch weitere IP-gebackte Games wie The Mummy wird kommen und auch andere, die wir bereits unterschrieben haben, über die wir aber gerne zu einem späteren Zeitpunkt nochmal reden. Super, vielen Dank. Jo, doch, hat mich gefreut.